Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer. Das Saarland hat demnächst die Wahl. Am 9. Juni wählen wir unter anderem auch unsere kommunalen Parlamente neu. Dann entscheiden wieder wir und auch alle anderen Saarländerinnen und Saarländer darüber, wer in den nächsten 5 Jahren vor Ort Verantwortung übernehmen soll für das Gemeinwesen, für das Gemeinwohl. Und hierzu stellen sich wieder, Kollege Reiter hat es eben erwähnt, viele Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, die genau diese Verantwortung übernehmen wollen, die viele Stunden in der Woche in ihrer Freizeit ehrenamtlich nach oft einem langen Arbeitstag entsprechend opfern, um unseren Ort, um ihren Ort weiterzuentwickeln. Und dieses ehrenamtliche Engagement und diese Bereitschaft, die kann man nicht genug würdigen. Und deshalb, bevor wir uns mit den Argumenten auseinandersetzen, zunächst einmal ein großes Dankeschön an alle Saarländerinnen und Saarländer, die sich in der Vergangenheit ehrenamtlich in ihren kommunalen Parlamenten eingebracht haben und an diejenigen, die sich insbesondere auch dieses Jahr wieder zur Wahl stellen. Sie alle leisten Großartiges, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ohne dieses großartige ehrenamtliche Engagement würde vieles in unseren Städten, in unseren Gemeinden entsprechend nicht funktionieren. Deshalb wollen wir auch unsere ehrenamtlichen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern noch weiter in ihrem Ehrenamt stärken und auch unterstützen. Im Gesetzesentwurf der CDU steht, dass es immer schwieriger wird, Interessierte für das kommunale Mandat zu gewinnen. Angenommen, diese Behauptung stimmt, und es gibt in Teilen des Landes tatsächlich Probleme bei der Listenaufstellung, dann frage ich mich, woran liegt das? 2 Gründe kann ich Ihnen sofort heute Vormittag auch nennen. Wir müssen zum Beispiel die Kommunalpolitik besser mit Beruf und auch mit Familie vereinbaren. 2. Punkt, wir müssen auch endlich dafür sorgen, dass weniger, am besten gar keine Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker bedroht oder auch beleidigt werden. Und die Liste der Verbesserungsmöglichkeiten, sie ist sicherlich nicht abschließend. Wenn man jetzt lediglich die Zahl der potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten um die Bürgerinnen und Bürger mit Zweitwohnsitz in der Gemeinde erweitert, sprich jeder mit Zweitwohnsitz darf entsprechend kandidieren, dann ist das aus unserer Sicht alles andere als eine Lösung. Und ich will das auch begründen. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen gerne vor Ort Verantwortung übernehmen. Und das erreichen wir, indem wir die Menschen vor Ort in die Lage versetzen und auch quasi, ja, ich sage jetzt mal, auch eine Möglichkeit schaffen, dass man gerne vor Ort den Ort auch weiterentwickeln kann und auch das darf. Und das gelingt uns unter anderem durch gute Förderprogramme. Ich nenne zum Beispiel das Schulbauprogramm oder auch die Förderallianz zwischen dem Umweltministerium und dem Innenministerium bei der kommunalen Dorfentwicklung. Wir wollen nicht, dass, und in anderen Bundesländern gab es das im Übrigen schon, Gemeinderäte geschlossen zurücktreten, weil sie nur noch das Gefühl haben, dass sie Schulden verwalten, sondern wir wollen, dass unsere Kommunen ihre Zukunftsprojekte auch trotz einer bescheidenen finanziellen Ausgangslage gestalten können. Und unsere Kommunen, sie sollen entsprechend sich selbst nicht nur verwalten können, sondern wir wollen, dass unsere Mandatsträgerinnen und Mandatsträger auch mit Freude gestalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich mich dann mit den Vertreterinnen und Vertretern unserer kommunalen Familie unterhalte, dann fällt ganz oft ein Satz: Bitte belastet unsere Verwaltung nicht noch mehr. Und wenn wir nun eine Wählbarkeit am Zweitwohnsitz einführen, dann hätte das selbstverständlich auch einen erhöhten Prüfaufwand für unsere Kommunen zur Folge. Sie müssten sicherstellen, dass die Kandidatinnen und Kandidaten auch tatsächlich nur in einer Kommune kandidieren. Und wir würden unsere kommunale Familie mit diesem Vorschlag also nicht entlasten, sondern belasten. Demokratie ist nicht selbstverständlich. Und wir müssen sie insbesondere in diesen Tagen gegen Rechtsextreme verteidigen. Darüber haben wir heute Morgen schon gesprochen. Der Gesetzentwurf der CDU würde den Kampf gegen Rechts aber erschweren und gerade denjenigen noch Auftrieb verleihen, die unsere Demokratie von innen heraus aushöhlen wollen. Es gibt einen Aspekt,
den ich mir selbst nicht zu 100% auch aneignen möchte, aber der mit Blick auf die Debatte durchaus heute Morgen auch angesprochen werden sollte. So könnte beispielsweise auch Rechtsextremisten und Rechtspopulisten in einem Ort, in dem sie bislang nicht vertreten sind, einfach einen Zweitwohnsitz rechtzeitig anmelden und so eine Liste für den Orts- oder auch den Gemeinderat aufstellen. Aber auch abseits von Rechtsextremisten und Populisten ist es demokratietheoretisch eher fragwürdig, wenn im Rat mehr Mandatsträgerinnen und Mandatsträger mit Zweitwohnsitz statt mit Hauptwohnsitz vertreten werden. Das würde dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch dem Identitätsgefühl in der Gemeinde extrem schaden. Die Bürgerinnen und Bürger, die könnten in dem Fall den Eindruck gewinnen, dass Fremde über ihre Angelegenheiten im Ort entscheiden. Und vor diesem Hintergrund kommt dem Hauptwohnsitz als dem Mittelpunkt des Lebens eine besondere Bedeutung auch zu. Dort, wo man sich überwiegend aufhält und wo der Mittelpunkt der eigenen Lebensinteressen auch ist, da fühlt man sich stärker mit dem Ort und auch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern verbunden. Und dementsprechend wird auch der eigene Einsatz für die kommunalen Belange dort auch höher sein. Wer sich mit einem Ort besonders verbunden fühlt und sich vor Ort kommunalpolitisch einbringen möchte, der kann das auch. Der sollte genau in dieser Kommune auch seinen Hauptwohnsitz anmelden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Wählbarkeit am Zweitwohnsitz würde also unsere Demokratie noch mehr als ohnehin schon gefährden, was für uns so nicht hinnehmbar ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Reiter, das ist auch kein Klein-Klein, wenn es um unsere Demokratie geht. Dort sollte man nicht nur Jugendbeteiligung in den Vordergrund rücken, sondern das komplette Bild tatsächlich sich anschauen. Wir müssen unsere Demokratie stärken, anstatt sie zu schwächen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man die Überlegungen im Gesetzesentwurf konsequent weiterführt, dann könnte man auch über die Anpassung des aktiven Wahlrechts am Ort des Nebenwohnsitzes nachdenken. Weil immerhin könnte man auch hier die Identifikation mit dem Zweitwohnsitz und die individuelle Entscheidungsfreiheit ins Feld führen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das niemand von uns möchte. Das ist Rosinenpickerei und ich bin der Meinung, Demokratie hat nichts mit Rosinenpickerei zu tun. Deshalb lehne ich auch alle Überlegungen, die in diese Richtung gehen, konsequent ab, liebe Kolleginnen und Kollegen. Neben einer möglichen Stärkung des Ehrenamts führt der Gesetzesentwurf der CDU auch eine stärkere Beteiligung von jüngeren Generationen an. Und das ist auch nicht falsch gedacht. Unsere Demokratie lebt schließlich von der Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen. Demzufolge ist es auch wichtig, dass wir gerade die jungen Generationen bei der politischen Willensbildung beteiligen und auch entsprechend bei der Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Das heißt für die SPD, das heißt für uns, wir wollen die Jugendbeteiligung im Saarland auch weiter stärken. Aus diesem Grund werden wir gerade an dieser Stelle, und Kollege Reiter hat es ja genannt, auch demnächst über das neue Jugendbeteiligungsgesetz diskutieren. Im heutigen Entwurf der CDU liest man, dass der Einfluss von jungen Menschen in den Entscheidungsprozessen der Kommunen gesteigert werden soll. Wer aber ernsthaft bei den jungen Menschen die Begeisterung für Kommunalpolitik entfachen will und sie auch stärker beteiligen möchte, der sollte nicht die Wählbarkeit des Zweitwohnsitzes ins Feld führen. Von der profitieren nur die wenigen, die sich ohnehin schon in jungen Jahren politisch engagieren. Wir müssen ganz anders an die Sache rangehen. Wir müssen die Möglichkeit schaffen, dass junge Menschen bereits mit 16 Jahren vor Ort in ihrer Kommune mitwählen dürfen. Das wäre ein ganz einheitlicher Ansatz, liebe Kolleginnen und Kollegen. In dieser Angelegenheit vermisse ich den Mut der CDU. Ich werde den Verdacht nicht los, dass man mit diesem Gesetzentwurf nur ein paar jungen Parteikolleginnen und Parteikollegen einen Vorteil verschaffen möchte, indem man entsprechend dort dann nicht mehr die Zweitwohnsitzsteuer zahlen muss.
Sie könnten ja einfach hingehen und die Zweitwohnsitzsteuer dann vor Ort auch bezahlen. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Ihr Gesetzentwurf ist eine Mogelpackung und genau deshalb werden wir ihn auch ablehnen. Herzlichen Dank.